Nicht, dass ich jetzt zu viel verraten habe. In der Uhr oben. Nicht in der Uhr. In der Lampe. Lampe. Die Lampe? Ja. Klick. Ja. Und hier in diesem Foto ist... Nichts. Gespräch. Meinst du, er versucht irgendwas hinter diesen Papierbergen zu verstecken? Man kann ja kaum erkennen, was zwischen diesen ganzen Fotos und Memos herumliegt. Findet Memos. Oh, schaut mal, da liegt ein Rezept für Bohnen auf Toast. Ich frag mich, auf welchem Fall das wohl stand. Ja. Inspektor Hastings und der Fall des knurrenden Magens. Wo hast du die Hinweismünze? In diesem Schränkchen da mit den Akten. Also die Akten, okay. Die kommen dann raus. Ja. Okay, dann müssen das alle lesen werden. Okay. Was? Wir könnten auch Geschwister sein? Nein. Willst du nicht mit mir geschwistert sein? Nein. Na gut. Ich glaube auch nicht, dass du mit mir geschwistert sein willst. Nein. Nein, dafür hasse ich dich zu sehr. Nein, Quatsch. Oh, schau, das ist echt immer voll schlimm, dass... Ich werde gemobbt. Ich hoffe, es kommt dann noch ein Teil davon raus. Dann wirst du deine... Wir müssten einfach nur dann nochmal Mario Party spielen, dann verfasst du ja das auch. Ja. Besonders Mario Party 5, habe ich gemerkt, ist auch mit viel Betrug. Betrug? Hm? Oha. Okay, weiter. Ein bequemer Stuhl, auf den sich Gäste setzen können, die den Inspektor besuchen. Das Ding sieht alt aus, aber wenn ich mich zusammenrollen würde, wäre es sicher ein tolles Bett. Enttäuschend. Ich hatte echtes Leder erwartet. Man merkt viel zu leicht, dass es keines ist. Ja, das ist mehr so wie Leder. Ja. So, hier ist noch irgendwas am Schreibtisch. Ja. Wow, und ich dachte, dein Schreibtisch wäre ein einziges Durcheinander. Dein Schreibtisch wäre ein einziges Durcheinander, Cat. Aber das ist weit jenseits von Gut und Böse. Nein! Genau. Ja, eben. Wenn wir uns so sehr hassen, dann ist das ja perfekt, Geschwister. Nein, wir sind keine Lannisters. Ich weiß nicht, was du damit meinst, weil ich das nicht gucke, aber... Oh. Du weißt ganz genau, aber woher die Lannisters sind und was die machen. Ich habe keine Ahnung. Hm? Und das ist auch gut so gerade. Okay. Ach, ich glaube, Inspektor Hastings hält nicht besonders viel vom Aufräumen. Ach ja, Schreibtische. Je unordentlicher sie sind, desto leichter kann man sie beschmutzen, benutzen. Ja, ja. Man kann sie beschmutzen. So, jetzt können wir ihn ja mal. Oder? Ja. Okay. So, wer wurde jetzt ermordet? Ah, da sind sie ja, Cat. Gut, ich habe sie schon erwartet. Ich wette, eine Puppe oder irgendeine Sache wurde ermordet. Wie ich sehe, haben sie ihr übliches Gefolge im Schlepptau. Eigentlich sind Tiere im Yard nicht erlaubt, aber da sehe ich mal drüber hinweg. Ich habe gehört, es hat einen Vorfall beim Uferfest gegeben. Ja, ganz richtig. Und das Fest ist schon in vollem Gang. Ich hatte eigentlich vorgehabt, meine bessere Hälfte heute Abend zum Fest auszuführen. Und jetzt das. Oh. Hm. Angeblich war es Mord. Stimmt das? Wer hat Ihnen das... Das hat Ihnen der Teufel gesagt. Oh, richtig. Das war ja ich am Telefon. Ich bin der Teufel. Bestimmt, Bestätigung. Genau. Aber wie gesagt, genau wissen wir es auch nicht. Genau ist denn passiert, Inspektor? Na gut, ich erzähle Ihnen, was ich bisher weiß. Heute am frühen Morgen fielen ein Mann und eine Frau von gegenüberliegenden Ufern der Themse ins Wasser. Nur eine kam wieder hoch. Eines. Nein, was? Die sind also ertrunken? Weiß man auch nicht. Achso, seitdem wurden sie nicht mehr gesehen. Die sind bestimmt bloß getaucht. Ja, egal. Aber es hört sich nicht nach einem Unfall an. Der Mann wurde wohl von jemandem gestoßen. Und die Frau ist nachgesprungen, oder was? Dann war es eindeutig Mord.
Aber wenn die nicht gefunden wurden, gibt es denn dann überhaupt eine Leiche? Na, wenn sie nicht gefunden wurden, dann nicht. Nee. Hm. Hm. Die Frau hingegen ist selbst hineingesprungen. Ah, ja, ja, ja. Das wahrscheinlich halt nachgesprungen oder so. Meine Güte, ein Mord und ein Selbstmord. Sie gehen doch nicht davon aus, dass die beiden Geschehnisse unabhängig voneinander gleich zur gleichen Zeit passiert sind. Wir wissen derzeit noch nicht, ob da wirklich eine Verbindung besteht oder nicht. Der Fluss wird im Augenblick durchkämmt. Nein. Wie in Spaceballs. Riesengroßer Kamm. Aber bisher wurde keine der beiden Personen gefunden. Mir tut jetzt schon der Kopf weh. Vorhin am Telefon sagten sie, es würde sich wahrscheinlich um einen Mord handeln, aber vielleicht auch nicht. Was meinen sie damit? Haben sie vielleicht irgendwelche Informationen zu den Opfern? Laut unserer bisherigen Ermittlungen war der Spitzname des Mädchens Ob. Der des Knaben Fair. Die Nachnamen kennen wir noch nicht. Das ist so schlecht. Das kann doch nicht der Ernst sein. Ob und Fair. Nee, das kann doch jetzt wirklich nicht der Ernst sein. Ja, der ist doch blöd. Also, ganz ehrlich, der ist doch dem ist doch jemand auf den Leim gegangen, oder? Ja. Das ist doch... Also wirklich, das kann doch... Nee, das ist wirklich, also... Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Nee, echt nicht. Offenbar wohnten beide in der Chancer Lane. Da brat mir einer einen Storch. Irgendwie passiert alles in unserer Straße. Ich weiß, wer der Täter ist. Ich weiß, Cat... Ob. Ob. Cat-Hop. Cat-Hop. Und Ernest Fair. Catch-Hop. Und Ernest Fair. Nee, fair ist der nicht. Mhm. Okay. Anscheinend wollten die beiden als Teil des großen Uferbekenntnisses heute Abend auftreten. Was da wohl dahinter steckt? Genau das soll ich ja herausfinden, Wertester. Offenbar wurde ich persönlich als Chef der Ermittlungen angefordert. Und nicht nur das, mir wurde auch gesagt, dass ich mein Team klein halten soll. Einerseits schmeichelt mir das, andererseits verwirrt es mich. Wir haben ja kaum Anhaltspunkte. Und es hilft auch nicht sonderlich, dass ich kaum Leute zur Verfügung habe. Das ist auch mit ein Grund, warum ich sie hierher gebeten habe, Cat. Sie könnten mir nicht zufälligerweise helfen. Verstehe, das ist also die Lage. Wer hat Sie da eigentlich persönlich angefordert, Inspektor? Zu genau dieser Person bin ich gerade unterwegs. Kommen Sie doch mit. Meines Wissens nach hält sie sich in der Guildhall auf. Die Guildhall? Sie meinen das historische Gebäude an der... Sesamstraße? Gresham Street? Ja, genau das. Na los, schwingen wir die Hufe. In Ordnung, nach ihm. Schwupp, schwing. So, hier ist nichts Neues zum Anklicken. Okay, dann Hufe schwingen. Jo. Zur Guildhall. Mal direkt dahin. Das ist also die Guildhall? Hier kann man ja die Geschichte ja förmlich riechen. Oh Gott, riecht nach Mittelalter! Jede Menge los hier, was? Besonders für die späte Stunde. Das liegt am Uferfest, eindeutig! Da bleibt keiner faul zu Hause! Also wer ist denn nun die Person, die sie gebeten hat, diesen Fall zu übernehmen, Inspektor? Das war die Bürgermeisterin von London persönlich, Miss Pip Lovonida. Wer nennt sich denn mit Vornamen Pip? Ich dachte eher, das ist so eine Kurzform für einen Jungen. Pip. Ja, arme Eltern. Also arme ja, vor allem, weil es mich auch an den Pip-Boy aus Fallout erinnert. Nee. Pip Lovonida, oh Gott. Oder Lovonida. Also ich kenne Pip auch als Spitznamen für eine Frau, aber nicht jetzt. Ach so, echt? Ah, vielleicht ist es ja nur ein Spitzname, aber wie heißt sie denn? Was ist denn dann die... Ich weiß nicht. Petra? Nee,
Aber das würde vielleicht zu Lovonida als Nachnamen passen. Hm. Petra Lovonida. Oh ja, ich habe ihr Bild in der Zeitung gesehen. Eine sehr elegante junge Frau. Man hört, dass sie die Stadt so richtig umkrempelt, seit sie das Amt übernommen hat. Hört sich an, als wüsste sie, wie sie ihren Willen durchsetzt. Mag gut sein, doch das hilft uns nicht, sie zu finden. Wo in diesem Tohuwabohu versteckt sie sich bloß? Ein Rätsel. Warum fragen wir nicht einfach die Frau dort drüben? Oh, welche? Ich würde sagen Hinweismünzen. Hinweismünzen. Wir fragen die Hinweismünzen. Okay. Einmal hier in einer der Fahnen. Nicht, nein. Aber unter der Fahne. Ja. Aber auch auf dem anderen Balkon. Auf dem anderen also, Balkon. Nein, links, 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 hoch, da. Ah, okay. Und sag mir nicht, hier ist noch... In der Laterne rechts. Okay, in der Laterne rechts. Rechts. Da ist eine. Ja. Ja. Okay. So, hier mal. Das ist ein sehr ansehnliches Gebäude, oder? Genau richtig für ein für eine Stadt mit so viel Tradition und Geschichte wie London. Wenn ich mir die ganzen Lichter in den Fenstern anschaue, scheinen noch eine Menge Leute um diese Zeit zu arbeiten. Hm. Pip klingt wie eine neue Cola-Variante. Pipsi. Jo. Es ist nicht so groß, wie ich gedacht hätte. Müssen die von hier aus wirklich ganz London abdecken? Na gut, dann. Sonst sind nur noch die beiden übrig, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Okay, welche? Ah, hier ist noch was gewesen. Ja, ja, das ist noch. Ja. Hier hat man verschiedenste Ankündigungen und Informationen aufgehängt. Meine Güte, worum geht es denn hier? Dringend, Mumieneinwickler gesucht. Erfahrung hilfreich, aber nicht notwendig. Mumieneinwickler. Aha. Es scheint aber niemand nach einem verschwundenen Hund zu suchen. Weder hier noch sonst irgendwo. Oh, das ist... Welche wollen wir jetzt? Ich finde die Links da voll süß. Ja. Dann nehmen wir die. Ah. Entschuldigen Sie. Könnten Sie uns bitte sagen, wo wir Bürgermeisterin Lovonida finden? Oder Lovonida? Es ist echt schwierig. Oh, die Bürgermeisterin? Ja, sie ist, wahrscheinlich in ihrem Büro. Glaube ich zumindest. Also wahrscheinlich. Die gehört bestimmt zu Hastings. Ja, das ist bestimmt die bessere Hälfte von Hastings. Das wär's. Alle Achtung, sie machen einen wirklich kompetenten Eindruck. Ich bin die, Sekretärin von Miss Lovonida. Connie Fuse. Confused. Connie Fuse. Boah, sehr witzig. Sehr erfreut. Müssen Sie die Bürgermeisterin wegen etwas sprechen? Sie ist heute extrem beschäftigt. Ich weiß nicht, ob sie Zeit hat, außerplanmäßige Termine wahrzunehmen. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass die Bürgermeisterin so viel zu tun hat. Oh, nun, Miss Lorunda ist eine sehr engagierte Frau. Wie Sie sicher alle wissen, hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Verwaltung der Stadt nun umfassend zu revolutionieren. Derzeit wirbt sie für ihre Pläne für Umweltprojekte sowie für Reformen des Sozialwesens. Eiderdaus, das Ei der Daus. Wer sind die Daus? Achso, die dümmsten anzunehmenden User. Okay. Dau, ja. Aber was hat's mit deren Ei zu tun? Ich kenne nicht Eiderdaus. Also ich kenne Eiderdaus, aber ich wusste nicht, dass es so geschrieben wird. Ich kenne es nicht. Das ist einfach so hoppala oder hui, ist okay. Ja ein Ding. Eiderdaus, sie hat wohl tatsächlich alle Hände voll zu tun. Ja, und natürlich haben wir derzeit auch noch das Fest. Und dann hat die Bürgermeisterin also persönlich mit der Durchführung des Festes zu tun? Auf jeden Fall. Bürgermeisterin Lovonida tut alles, damit das Fest ein Erfolg wird. Jedes Jahr plant sie einen Großteil der Veranstaltung persönlich und sie ist immer vor Ort, um den Aufbau und die Organisation zu überwachen. Und dieses Jahr ist das Fest größer denn je, also heißt es hier alle Mann an Deck. Aber sie sind doch eine Frau.
Also, ich störe Sie ja nur höchst ungern, wo Sie doch offensichtlich so beschäftigt sind. Wenn Sie uns einfach sagen könnten, wo wir das Büro der Bürgermeisterin finden... Natürlich! Gehen Sie einfach rein und die Treppe hoch. Schönen Tag noch! Tolle Beschreibung. Hört sich an, als wäre die Bürgermeisterin enorm beschäftigt. Ob sie wohl Zeit für uns hat? Tja, immerhin hat sie den Inspektor gebeten, die Ermittlungen zu führen. Den Bürger? Mhm. Ist ja ein Bürger. Ja. Also denke ich schon. Gehen wir einfach mal zu ihr. Ja, rein da! Und vorher gehen wir zur Bekifften.